haben bei ihren Umzügen vor 5 Jahren meine kleine Schwester mit. Oh Mutter, vergib ihnen. Ich kann es. Sie haben sich beim Fest verliebt? Es ist doch nur passend, dass sie sich bei einem anderen. Beginnen mit dem Segen, wenn alle Aspiranten da sind. Aloy, dein Platz ist gleich hier. Das da ist dein Gebetslicht. Es ist mein Geschenk. Blasphemie. Schwestern. Aspiranten, vor jedem von euch steht ein Gebetslicht, das eure Mutter gemacht hat. Ihr zu Ehren, entzündet es nun. Rust zu Ehren. Weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet. Was ist ein Kind, wenn nicht Ausdruck mütterlicher Hoffnung? Eine leuchtende Flamme, die weit hinaufsteigt, frei schwebt im Wind. Ein Licht am Himmel, bis es endlich verglüht. So wird das Band unserer Liebe weiter von Hand zu Hand gereicht. Natürlich wird Bast gewinnen. Man muss ihn doch nur ansehen. Ich möchte ihn einiges fragen. Sollen wir etwa vergessen, was die Kaja unserem Stamm angetan haben? Und Kraft. Die Göttin hat uns aus... Ich war nie auf mich allein gestellt wie du. Zumindest nicht lange. Heute sagt immer das Fest im Letzten. Eine viel ernstere Veranstaltung. Das Bier ist sogar noch besser als letztes Jahr. Und das will was heißen. Ins Bett ausgestoßen und träum vom Sieg bei der Erprobung. Näher wirst du da nicht rankommen. Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine Anwesenheit hier ist... Sieh an. Besuch aus der Wildnis. Das mutterlose Kind. Ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Eine schöne Erinnerung. Du kannst ein echter Faulzahn sein, Bast. Lass es sein! Du lässt es zu, dass Bast derartig redet? Würde ich nicht. Du kleidest dich sogar wie echte Nora. Wie ein Schwein in einem Bärenfell. Das habe ich also hier zu erwarten, was? Das hast du überall zu erwarten, Ausgestoßene. Dein Platz ist die Wildnis, nicht Mutterherz. Und er ist ganz sicher nicht die Erprobung. Du musst immer andere klein machen, um dich selbst groß zu fühlen. Klappt aber nicht. Ha! Ich habe ewig trainiert. Du wirst morgen sehen, wie stark ich bin. Oh, es hat gereicht. Du bist zwar gewachsen... Naja, aber du bist noch immer ein armseliger Wurm. Ich denke oft an den Tag deiner Narbe zurück. Was für eine schöne Erinnerung. Vergiss sie nie. Wenn Rost meinen Stein nicht abgelenkt hätte, wärst du jetzt einäugig. Aber ich schätze, den Teil der Geschichte lässt du dann immer weg, oder? Ich habe dich gebrandmarkt für deine Schande.
Du hast es nur geschafft, mich stärker zu machen. Warte nur. Du wirst schon sehen. Ja, klar. Du langweilst mich. Zeit für Barst ins Bett zu gehen. Du wirst morgen überrascht sein, Ausgestoßene. Nicht ich. Wirst du endlich den Mund halten? Das wäre überraschend. Hast du gut gemacht mit Barst. Das sollte ihn ruhig stellen. Zumindest bis morgen. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Ich bin Aloy. Oh, ich weiß, wer du bist. Die Konkurrenz. Die anderen, sie schaffen die Erprobung. Die meisten. Aber gewinnen wird entweder Barst, du oder ich. Vala. Sehr erfreut, Vala. Du hast recht. Ich werde morgen gewinnen. Man soll den Sieg erst feiern, wenn er sicher ist, Mädchen. Hab ich von meiner Mutter. Und jetzt entschuldige mich, ich lege mich schlafen. Ich will doch ausgeruht sein, wenn ich dir morgen zeige, wo es lang geht. Dein Bett steht da, wenn du es willst. Okay. Danke. So, dein erster Tag in Mutterherz. Wie findest du's? Du schläfst in einer unserer Nora-Hütten. Nicht sehr privat. Es hat durchaus Charme. Wird gemütlich nach deiner Aufnahme. Das ist das Problem. Ich glaube, das wird klappen. Wirklich. Ruh dich aus. Ich bin bereit! Was muss ich tun, damit du verschwindest? Du brauchst wohl eine neue.